Herzlich willkommen, liebe Freunde von ATRA, zu unserer April-Ausgabe ATRA aktuell im Jahr 2022. Für euch, die ihr wieder eingeschaltet habt, vorweg die Bitte, wenn ihr uns unterstützen wollt, so teilt doch diesen Beitrag. Oder wenn ihr Anregungen habt, schreibt eure Kommentare direkt gleich unter diesen Bildschirm in die entsprechenden Leisten, um eure Ideen aufzunehmen und zu teilen. Ja, in ein paar Tagen ist Ostern. Und Ostern verbinden wir mit einer Hoffnung, die wir in unserer Gesellschaft, in unserer christlich geprägten Gesellschaft haben. Da bin ich aufmerksam geworden auf eine Geschichte, die ich selber erlebt habe. Ich war vor ein paar Jahren Zeuge folgender Geschichte. Auf einem großen Radsportereignis kam es zu einem Teamwettbewerb. Zwei jeweils zu einem Team gehörige Teilnehmer versuchten immer abwechselnd, um Punkte zu fahren. Keine Ahnung, wie dieser Wettbewerb hieß, aber eins fiel mir auf. Nach wenigen Runden stürzte ein Teilnehmer. Es gab ein lautes Geräusch und er stürzte diese Bahn hinunter. Er stieg ganz schnell wieder auf das Fahrrad auf und fuhr weiter. Er wechselte mit seinem Teamkameraden und dieser versuchte wieder Boden gut zu machen, den das Team verloren hat. Als es zum erneuten Wechsel kam, dauerte es nicht lang, stürzte der gleiche Fahrer erneut. Innerlich dachte ich, gut, das war's jetzt für die beiden. Aber er hechtete sich wieder ganz schnell auf das Fahrrad und fuhr weiter. Es gab einen Wechsel und nach diesem Wechsel war er wieder dran. Wieder stürzte dieser Fahrer ein drittes Mal. Ein lautes Raunen ging jedes Mal durch die Zuschauerränge. Aber als am Ende das Rennen beendet wurde und zur Siegerehrung geschritten wurde, tauchte plötzlich genau dieses Team auf den Protest auf. Sie hatten nicht aufgegeben. Sie hatten ihre Hoffnung nicht verloren. Und genau an diesem Punkt ist mir diese Brücke gekommen. Auch in unserer heutigen Zeit, auch in unserer Menschheit, denken wir immer wieder an Situationen, wo wir fallen. Wir persönlich, wir als Menschheit, immer und immer wieder. Jesus, der Sohn Gottes, ist in der Bibel beschrieben, auch für all diese Missstände gestorben. Und er ist auch wieder auferstanden. Dadurch ist Hoffnung in unser aller Leben zurückgekehrt. Wir alle haben eine Möglichkeit bekommen, in dieser Welt, in der es so auf und ab geht, auch gerade in der heutigen Zeit, haben wir die Hoffnung zurückbekommen. In dieser Hoffnung möchten wir auch durch die vor uns liegende Zeit gehen, gemeinsam mit dir in den Gedanken verbunden und in den Gebeten verbunden. Damit Menschen wieder hoffen können. Das ist ein Slogan, den ATRA groß auch immer wieder schreibt und auch immer wieder vertritt. Damit Menschen wieder hoffen können. Genau wie in dieser Geschichte Jesus Christus gestorben ist, um den Menschen eine Hoffnung zu geben, genauso agiert ATRA irgendwie auch für den Menschen, um Hoffnung zu geben. Hoffnung, die aber gerade in den letzten Wochen für einige Menschen nicht mehr da ist. Vertrieben aufgrund von militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine sind Millionen Menschen auf der Flucht. Und mittlerweile nicht nur in den Anrainerstaaten, sondern auch hier bei uns in Deutschland angekommen. Mein Kollege Matthias hat bereits schon in der letzten Ausgabe erzählt, was wir als ATRA so in den Ländern schon tun. Diese Aktionen sind natürlich auch weiter aufgebaut worden. Aber heute möchten wir ein paar Infos geben, was ATRA aktuell hier in Deutschland im Rahmen dieser Flüchtlingskrise, Flüchtlingssituation tut. Nun, als vor 4 Wochen wir bei ATRA mit dieser Krise konfrontiert wurden, trafen eine Menge an Angeboten ein. Viele Anrufe, viele E-Mails, die Hilfsbereitschaft war enorm. Viele Informationen mussten verarbeitet werden.
Da wir als ADRA doch vor einer riesen Herausforderung standen und wir bereits in 2015 in der damaligen Flüchtlingssituation auf ein kompetentes Team aus vielen Organisationen und Verbänden zurückgreifen konnten, wurde auch diesmal wieder die Steuerungsgruppe für gemeinsam für Geflüchtete neu reaktiviert. Diese Arbeitsgruppe, diese Steuerungsgruppe besteht aus verschiedenen Partnern, Hilfsorganisationen, soziale Organisationen, Hochschule und entsprechend auch Förderer aus kirchlichen Netzwerken. Hier allen voran das Adventwohlfahrtswerk oder aber auch die Hochschule Friedensau genannt. In dieser Zusammenarbeit wurde schnell klar, dass es ganz wichtig ist, dass wir diese Informationen irgendwie bündeln müssen und das auch zweisprachig. In Absprache mit der Steuerungsgruppe haben wir dann ganz schnell eine Hotline eingerichtet. Diese möchte ich jetzt auch noch mal kurz an dieser Stelle eingeblendet sehen. Unter der Telefonnummer 06151 811-522 betreuen wir alle möglichen Anfragen in deutscher Sprache hinsichtlich zu Angeboten, wie man Hilfe leisten kann oder eben auch im Rahmen von Angeboten, die wir, ich komme gleich später dazu, schon durchführen. Unter der 06151 811-560 haben wir eine ukrainischsprachige und eine russischsprachige Hotline geschalten, wo sich all die hinwenden können, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind und vielleicht selbst Unterkunft oder Unterstützung suchen. Für die Bereitstellung von Unterkünften und Hilfeleistungen gibt es auch die Möglichkeit, bei uns auf der Homepage über ein Formular, auch hier wird die Adresse jetzt eingeblendet, die Unterstützung selbst anzubieten. Wir sind froh über die vielen, vielen Möglichkeiten, die uns dadurch zur Verfügung stehen. Also, wenn du noch jemanden kennst oder selbst Interesse daran hast zu unterstützen, registriere dich doch einfach bitte bei uns über dieses Formular. Aktuell können wir auf ungefähr 1400 Unterkünfte und eine Vielzahl von ehrenamtlichen Helfern verweisen. Circa 60% dieser Unterkünfte sind derzeit belegt, mit Flüchtlingen belegt. Privat sind über 50% der Unterkünfte, die für uns zur Verfügung stehen, belegt. Warum dieser Unterschied? Wir haben größere Aufnahmehäuser, wo wir die Geflüchteten aufnehmen können. Und wir haben natürlich auch private Unterkünfte. Ungefähr 800 bis 900 dieser Unterkünfte sind privat und die anderen sind gewerbliche Anbieter, mit denen wir hier sehr eng partnerschaftlich zusammenarbeiten. Es gibt die Möglichkeit, die Unterstützung oder auf Unterstützung für Geflüchtete durch ADRA in Form von einer Bargeldauszahlung. Allen, die bei ADRA registriert sind, alle Geflüchteten, die bei ADRA registriert sind, über diese Unterkünfte, können also hier in den Genuss kommen, eine kleine Unterstützung für die ersten Tage von ADRA zu erhalten. Ausgezahlt werden diese direkt bei ADRA oder eben auch durch das kirchliche Netzwerk der Freikirche der Siebenten Tags Adventisten. Weitere Infos dazu könnt ihr entweder per E-Mail auf unserer Homepage oder ganz einfach telefonisch unter 06151 811-522 erfragen. Sehr, sehr viele Angebote von Aktionsgruppen, von Vereinen sind bei uns eingetroffen. Und wir versuchen, viele in Anträgen zu verarbeiten, gemeinsam mit den Aktionsgruppen, um hier Hilfe schnellstmöglich zu leisten. Wir leisten dabei vor allem auch finanzielle Unterstützung über viele, viele Hilfstransporte und Hilfstransportfahrten, über Abholfahrten von Geflüchteten aus den Grenzregionen der Anrainerstaaten bis nach Deutschland, bis hin zur Unterbringung und zur psychosozialen Betreuung. Ein ganz wichtiges Thema, denn wir bekommen es auch mit, dass wenn wir in der Zusammenarbeit mit den Kommunen stehen, das Thema der psychosozialen Betreuung eigentlich noch gar nicht so am Laufen ist, wie es eigentlich sein müsste. Da gehören im sozialen Bereich neben den ganz normalen Betreuungstätigkeiten oder Begleitungstätigkeiten, wie zum Beispiel Behördengänge oder die einfache Einführung in die Umgebung, dass man mal jemanden zum Supermarkt führt oder entsprechend zeigt, wo er vielleicht eine Telefonkarte herbekommt. Genauso dazu eben auch psychologische Dinge, seelsorgerische Beratungen
und Gespräche, die zur Verfügung stehen. Gründung von Selbsthilfegruppen, Gründung von Hilfsgruppen, aber auch Vermittlung von Angeboten für Deutschkurse. All das machen kleinere Aktionsgruppen deutschlandweit und stehen hier mit uns in Zusammenarbeit. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten eine große Anzahl von finanziellen Spenden bekommen. Und darüber sind wir sehr, sehr dankbar. Weil nur so können wir auch zielgerichtet helfen. Zum Beispiel durch die Unterstützung von Projekten in Europa bis hin in die Ukraine, aber auch hier in Deutschland. Aber wir befinden uns hier nicht auf einem Kurzsprint. Wir haben hier einen Marathon vor uns. Keiner weiß, wie lange die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine andauern. Wir wissen auch nicht, wie lange es dauern wird, den Menschen hier Unterstützung zu geben, bis sie hier angelandet und angekommen sind. Deswegen werden wir die jährlich stattfindende Landessammlung dieses Jahr unter dem Motto Ukraine-Hilfe setzen. Das heißt, jedes Jahr führen wir ja bei ADRA gemeinsam mit vielen Unterstützern eine Landessammlung durch, indem wir versuchen, Spenden zu akquirieren in Firmen, in Privathaushalten. Viele Unterstützer, die das seit Jahren machen, wissen genau, von was ich rede. Wer Interesse hat, diese Aktion dieses Jahr zu unterstützen und auch für die Ukraine-Hilfe zu sammeln, den bitte ich doch einfach bei uns auf der Homepage unter folgendem Link seine Informationen abzurufen. Wir freuen uns darauf, wenn ihr uns unterstützt. Nun sind wir schon am Ende. Am Ende mit dem, was wir heute berichten können. In den nächsten 4-5 Wochen wird sich wieder eine Menge tun, sodass wir auch wieder Neues berichten können. Für heute ist es aber erstmal Schluss. Ich möchte aber mich bedanken bei euch. Bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch bitten, diesen Link zu teilen, damit auch andere diese Informationen bekommen, die vielleicht auch auf der Suche sind, auf der Suche nach möglichen Vereinen, die man unterstützen kann, um gerade jetzt auch in dieser Krise seinen Beitrag zu leisten. Ich möchte euch aber auch danken dafür, dass ihr uns finanziell unterstützt und möchte euch bitten, auch andere anzustecken, Hilfeleistungen zu ermöglichen, auch über uns als ADRA. Schreibt eure Kommentare, eure Anregungen, eure Ideen ruhig hier in den Chatverlauf noch mit rein, damit wir auch eure Anregungen aufnehmen können. Unser Team bei ADRA, unsere Komfortabteilung, Kommunikation und Fundraising, steht euch aber auch gerne für Rückfragen, für Anregungen zur Verfügung. Wie schon am Anfang auf die Hoffnung eingegangen, ist es genau das Thema, was wir bei ADRA tragen. Damit Menschen wieder hoffen können, ist unser Auftrag, ist unsere Vision, die wir hier vertreten. Ich möchte euch einladen, dass wir ein Stück weit diese Hoffnung raustragen, in die Gesellschaft, mitnehmen, dem Nachbarn gegenüber, demjenigen, der die soziale Unterstützung braucht in unserem Umfeld, aber eben auch jetzt speziell den Geflüchteten aus der Ukraine. In diesem Sinne ermutige ich euch, in den Tag zu gehen und als Teil von ADRA zu agieren, denn auch du bist ADRA.